Hallo Freunde, für eine weitere Map-Forschung. Heute ist die Karte El Canto da Valorada dran. Und wir schauen mal rein. Let's go! Hallo? Bitte nicht schon wieder, oder? Ach, heilige Quelle Maria. Jo, die ist groß. Also wenn sie so weiter umbackt, höre ich gleich auf. Macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, Leute. Ich sag jedes Mal so rumwachst. Kennen wir ja alle schon, aber die Idee ist gut. Und ich? Was? Was? Kaffeefabrik? Ah ja, die Bäckerei? Cool. Ja, ich muss sehen. Aber Kaffeefabrik? Alter, der hat sich was überlegt. Ernsthaft, der hat sich überlegt hier. Das ist jetzt mal eine coole Entscheidung. Einbau bitte. Danke. Tankstelle. Ach, noch interessant. Aber da. Interessant, interessant. Wie gesagt, Kunden müssen ja fast alles selber. Molkerei. Ach, sehr schön. Sehr schöne Idee hier. Das ist interessant. Das ist echt gut. Aber Kaffeeboden? Hab ich das noch nicht kapiert.
Auch coole Idee. Also lustig, wie das Rundumhaus so nach Meer aussieht. Die Idee ist gut. Wenn man jetzt hier zurück, siehst du jetzt, das ist alles zu hier. Aber gehen wir auf die Karte, hat er viel mehr. Es aber nach Meer aussieht einfach. Finde ich gute Idee. Auch die Rauchschwaden, ja gut. Auch so ein bisschen groß und alles schön versetzt. Echt gut. Eine gute Idee hier, sowas. Echt gut gemacht hier. Hier geht ab, oh yes. Nein? Okay. Na, kurz auf die Zeit schauen. Interessant. Ein bisschen wirklich eher so südlicher. Eher so ein bisschen Südamerika angelehnt, ein bisschen, ne? Ja, gut, jetzt so das Standardzeug. Finde ich. Echt gut. So was. Also sind sie die hier drin? Aber er hat es gut gemeint. Aber er hat es gut gemacht, ein bisschen. Das ist der Kleiderschrank. Das ist gut. Aber wieder leider kein Auto. Ja, yep, passt. Jetzt hast du die Damen umfahren. Ihr kennt's. Ja.
Ich meine, er will es weiterfahren und... Zack, hier ist die Abgrenzung. Ich sag echt gut gelöst. Echt gut gemacht eigentlich. Die sind speziell am Mais. Schönes Mal, sieht man Quad. Ja, gut, zum Zusammenhängen. Ja. Ja, recht schön, also. Hier rennt jetzt recht große Felder. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir dann zum Schluss hier von heute. Ich wünsche euch eine echt schöne Map. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich finde sie schön. Wenn ihr noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn ihr noch ein Abonnent bist, bitte aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild, und den Abonnierbutton, dort ist auch mein Zweitkanal-Link zu meiner A3P. Schaut mal dort vorbei, sonst schaut, dass ich sonst für Videos gemacht habe und ciao, Leute!